Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas von PlayerGaddon, und einem Gast heute ist dabei. Ja, genau. Moin Leute, ich bin Badum auch am Start und du kannst ja mal ein bisschen genauer erklären, worüber wir in diesem Video heute sprechen. Genau, wir haben ein kleines Let's Talk geplant und zwar über verschiedene Angriffsstrategien. Ja, genau. Und ich würde sagen, dass wir einfach mal mit den verschiedensten Farming-Strategien anfangen. Und dann überleiten auf die Poki-Strategien. Und so als erste Farming-Strategie fällt mir natürlich gleich die Bart-Strategie ein. Und wir können ja mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Oder was fällt dir so dazu ein, wenn du einfach Bart hörst sozusagen? Oder ja. Ja, Bart ist für mich eigentlich die Haupt-Farm-Angriffsstrategie. Ich benutze die wirklich immer zum Farmen. Ich lasse ja auch mal im Hintergrund einen kleinen Bart-Angriff laufen. Ja, ich glaube, ich packe auch auf jeden Fall jetzt auch für meine Zuschauer, ich packe auch auf jeden Fall ein paar Fights in den Hintergrund. Ich weiß noch nicht, ob das dann immer genau mit den Angriffsstrategien übereinstimmt, aber ich versuche das so ein bisschen zu regeln. Und bei mir ist das genauso wie beim Thomas, also Budge ist einfach die klassische, für mich, Farming-Strategie. Natürlich kann man auch mit der Budge-Strategie ein paar Pokis sammeln, aber ich benutze die eigentlich nur zum Farmen. Jetzt auch gerade nach dem neuen Update bin ich ein bisschen mit den Pokalen runtergegangen. Mhm. In Gold 3, da ist der Loot einfach richtig heftig. Und mit den Barbaren vorschicken, wenn die ein bisschen an die Gebäude rangelaufen sind und dann die Bogen hinterher und einfach die Außengebäude zerstören, so 50% kriegen und natürlich die Sammler mitnehmen. Und das ist halt ja einfach easy. Und in meinen Armeelagern, wenn ihr irgendwie, ich glaube, wenn ihr könnt immer in meine Armeelager reingucken und da sind einfach immer Barbaren und Bogen drin, außer wenn ich jetzt gerade für einen klaren Krieg trainiert habe. Also ja, klar, ja. Also mit Barge kann man eigentlich, also das Rat, das bekommt man selten, es sei denn, ist es ein Farmer. Sonst kann man eigentlich mit Barge nur auf die 50% gehen. Ja, genau, also so sehe ich das auch. Ja, das, also ohne Probleme würde man eigentlich in Kristall kommen. In Kristall 3 bis 2 mit Barge und dann wird es schon ein bisschen schwierig. Ja, genau. Also dann, wenn man gerade auch, jetzt hast du ja schon auf Kristall angesprochen, und wenn man gerade dann in Kristall ist, eignet sich, wie du auch gesagt hast, Barge halt, um die Außengebäude mitzunehmen, 50% zu kriegen. Und so kriegt man dann natürlich ein paar Pokale und kann sich auch schon ein bisschen hocharbeiten. Aber wenn man dann in Kristall ist, welche Strategien könnten wir denn dann für die höheren Pokalregionen, also jetzt nicht so Champion und Meister, aber eher so für Kristall empfehlen, die auch nicht so krass teuer sind? Also was kannst du da so empfehlen? Was ich empfehlen würde, 20 Riesen, der Rest Barbaren und Bogenschützen, das hilft wirklich super. Und noch ein paar Mauerbrecher mitnehmen. Genau, das ist auch, die Taktik habe ich auch neulich ausprobiert, ist auch echt nice, gerade nach dem neuen Update jetzt, auch weil, wenn viele ihren Loot in den Lagern haben, dass man nicht einfach von außen easy mit den Barbaren und Bogen die Sammler zerstören kann, sondern dass man halt ein paar Riesen vorschickt, Mauerbrecher hinterher. Ich habe dann auch noch ein paar Kobolde mitgenommen, weil man sogar den Loot holen kann dann. Und natürlich, man kann auch meistens auf so 2 Sterne gehen in der Region, aber welche Strategie ich auch noch richtig empfehlen kann für so Kristall 2, auch welche echt cool ist, Ballonien. Einfach Ballons, Minions. Also das ist auch eigentlich eine ganz gute Farmstrategie, wenn man in höheren Pokalregionen farmt. Aber natürlich auch, um Pokale zu kriegen, wenn man von unten nach oben will, sage ich mal. Dann kann man natürlich noch Ballonien mit, ja, zum Beispiel dem Lava und kombinieren, dann wäre es eine Lava-Lunien-Strategie und die natürlich auch ganz gut für den Clan-Krieg geeignet, aber halt, ich denke mal, auch in den höheren Pokalregionen, weil einfach der Lava-Hund einfach super wegtankt und dahinter dann die Ballons und dann noch Minions, also das funktioniert auf jeden Fall super. Und auch, um Pokale zu kriegen und dann auch in den deutlich höheren Pokalregionen, natürlich klassisch Go-Vibe und Go-Vivi oder Go-YY, so wie man es halt ausspricht, einfach auch ganz klassisch, ne? Kannst ja auch ein bisschen was dazu mal erzählen, bevor ich jetzt die ganze Zeit hier rumlaber. Ja, also zu Go-Vibe, ich habe jetzt bis jetzt noch nie so eine richtige Poki-Jagd gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ich war auch noch nie ein Meister, weil ich einfach zu faul dafür bin. Also ich wollte eher alles farmen. Und ich habe jetzt auch erstmal meine Verteidigung auf Max gemacht und deswegen kann ich ja bald auf Pokis gehen. Und ja, Go Wipe habe ich bis jetzt eigentlich nur im Clan-Krieg genutzt. Aber was wichtig ist bei Go Wipe, wie gesagt, immer die Golems vorsetzen, Magier hinterher, dann die Helden und dann die Packers. Ja, genau so. Also das ist bei mir halt ähnlich wie bei dir. Ich war noch nie Meister. Ich habe es versucht, aber nicht wirklich durchgezogen. Ich habe jetzt meine Def auf Max gezogen. Du bist auch gerade das Level 9, oder? Genau. Ja, ich habe meine Def jetzt auch relativ aufs Max-Level gezogen. Die Luftabwehren fehlen mir noch und
auch jetzt an meine Zuschauer, bald wird es eine Road to Mount Level 9 geben, könnt ihr euch drauf freuen. Und ja, genau, also ich habe es auch nur im Clankrieg jetzt ausprobiert, die Go-Wipe-Strategie, und muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit, gerade auch um Two-Stars zu holen, die sind eigentlich schon immer drin, wenn man jetzt gerade nicht irgendwie ein Rathaus Level 10 als Rathaus Level 9 angreift, aber genau wie du es gesagt hast, Golems vor, ich setze dann Mauerbrecher. Und da muss man halt aufpassen, das ist wichtig, dass man nicht die Golems setzt und dann die Mauerbrecher, wenn gerade ein Minenwerfer auf die Golems schießt. Das ist halt ein Fehler, wenn man so ein paar Mauerbrecher dabei hat und die dann direkt hinter die Golems setzt und dann kommt einmal die Kugel vom Minenwerfer und tötet sozusagen die Mauerbrecher. Das ist halt ein Fehler und das ist halt wichtig, worauf man achten muss. Und dann, wenn die Golems halt schön durch die Mauerbrecher halt ins Innere der Base kommen und schön wegtanken, dann kann man ja, wie du es auch gesagt hast, mit den Magiern, mit den Helden und mit den Packers hinterherkommen. Und ja, wie du es auch gesagt hast, Magier hinterher, noch vor den Packers, damit die Packer halt sich nicht denken, wie sie es ja oft genug bei mir auch gemacht haben, so ja, ich bin witzig und ich laufe mal außen rum statt rein und deswegen mit den Magiern dann halt die Außengebäude zerstören. Also ja, genau so. Genau. Ich will ja gerade eigentlich einen Fight zeigen, aber... Ja, Supercell hat die Internetverbindung gestrikt. Oh. Ja, aber ich müsste jetzt eigentlich wieder reinkommen, so. Okay. Dann kann ja, ich einen kleinen Go-Wipe-Angriff zeigen. Ja, das wäre eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich zeige jetzt auch mal, ich bin jetzt ja im neuen Clan, jetzt auch für die Leute, die bei mir das Video sehen, ich werde wahrscheinlich nur im Nachhinein ein paar Fights reinschneiden. Ich weiß nicht, ob ich da einen ganz netten Go-Wipe-Fight finde, aber bei mir findet ihr in meinen Clan-Krieg-Folgen ganz viele Go-Wipe-Fights, also könnt ihr auch mal vorbeischauen. Ja, also bei mir, interessiert. Also ich zeige ja gerade so einen Maxed Go-Wipe-Angriff, also Max Golems, also beinahe alles ist Max, außer die Helden. Mhm. 35 und 34, ich bin ja gerade im Clan-Kriegshelden. Okay. 65 gewonnene Clan-Krieger, also ist schon heavy, ne? Ja, das ist echt ganz nice. Ich bin jetzt ja ein Vendetta Light gerade, ist auch ein CW-Clan. Ich weiß nicht, wie viel die gewonnen haben, 30, 40 so ungefähr. Okay. Ist auch ganz okay. Auf jeden Fall kämpfen wir jetzt gerade, beziehungsweise ich bin jetzt noch Kriegszuschauer, wir kämpfen, oder der Clankrieg läuft jetzt gegen einen Clan, die glaube ich irgendwie wieder 120 oder 140 Clankriege gewonnen haben. Der Clankrieg davor war auch gegen so einen Clan, die irgendwie 140 Clankriege gewonnen haben. Das ist schon echt, ja, ganz schön. Ja, das ist schon Schnieke. Auf jeden Fall. ja, ich kann das jetzt ja nochmal sagen, wie wir es eben schon abgesprochen haben. Und zwar wollten wir vielleicht eventuell, wenn das Video hier ganz gut ankommt, eine zweite Folge machen von von dieser Let's Talk-Runde, wo wir über Angriffsstrategien reden. Und in dieser zweiten Folge, die eventuell kommt, wenn ihr darauf auch Bock habt, wollten wir dann so ein bisschen über die Hybrid-Taktiken sprechen, die jetzt ja immer populärer werden, sage ich jetzt mal, zum Beispiel Golem und Hog Rider oder Golem, Lava-Hund und Loons, also ja, es gibt ja verschiedenste Hybrid-Taktiken, die man jetzt auch neuerdings im Clan-Krieg verwendet, also die da ganz beliebt sind, die werden immer mehr verwendet und dann wollten wir eventuell halt eine zweite Folge machen, so eine zweite Let's Talk-Runde und mal über die Hybrid-Taktiken sprechen und wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr das ja auch mal bei mir und auch bei dir natürlich in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr auch noch weitere Ideen habt, welche Angriffsstrategien wir ein bisschen erklären und analysieren können, könnt ihr das natürlich auch in die Kommentare schreiben und ja. Ja, genau, also wie gesagt, Hybrid-Angriffe werden immer populärer, da man nach einiger Zeit mit 2 Sternen nicht mehr weiterkommt. Und mit Hybrid-Taktiken kann man auch mal ganz leicht mal 3 Sterne holen, aber ja, es gibt ja verschiedene Hybrid-Taktiken und ich persönlich muss sagen, ich kenne mich überhaupt nicht damit aus und ich werde mich ein bisschen dann erkundigen für die nächste Folge dann. Ja, genau, bei mir ist es halt so, ich bin jetzt in den neuen Clan gewechselt, das habe ich in meinem letzten Video schon erwähnt, dass ich in Vendetta Light gegangen bin, weil ich mich eben weiterbilden möchte oder fortbilden möchte in verschiedensten Clan-Kriegsstrategien, wie halt Hybrid-Taktiken wie Golem, Hog Rider, Golem, Lava, Hunde und Loons und sowas. Deswegen denke ich, wenn die nächste Folge von diesem, ja, Let's Talk kann man es eigentlich nennen, rauskommt, werde ich auch ein bisschen besser informiert sein über Hybrid-Taktiken, weil ich mich eben halt ein bisschen fortbilden möchte, auch ja, mit den Angriffen. Und wenn dann die nächste Folge rauskommt, werde ich euch auch ein paar Fights bieten können, weil ich auch im nächsten Clankrieg dann dabei sein werde und mich dann mal in Hybrid ein bisschen testen werde. Also werdet ihr dann auch ein paar Hybrid-Fights in der nächsten Folge sehen. Ja. Ja, also ich würde sagen, das war's dann mit der heutigen Let's Talk-Folge, ne?
Ja, würde ich auch sagen. Also gerade diese Strategien wie Barge oder so sind natürlich schon sehr bekannt und ich denke eigentlich auch, dass die meisten COC-Spieler die Strategien kennen sollten, aber wir haben uns halt einfach gedacht, dass wir die mal so ein bisschen zusammenholen und mal ein bisschen so darüber reden, welche Strategien es gibt und wie man sie eigentlich benutzen sollte. Und ja, wie gesagt, in der nächsten Folge kommen dann die Hybrid-Taktiken dran. Und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ihr könnt uns natürlich anhand eines Daumens nach oben wissen lassen oder auch in den Kommentaren, wenn ihr ein paar Anregungen habt, welche Truppenzusammenstellungen wir noch analysieren sollen. Genau. Ja, genau. Ja, und wenn ihr mehr Let's Talk-Folgen sehen wollt, schreibt's ruhig unten in die Kommentare rein. Ja, genau das gleiche bei mir und schaut auf jeden Fall auch beim Thomas vorbei, beim PlayerGaddon. Erster Link in der Beschreibung und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao. Genau, ciao, ciao.